So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. Und wir machen uns mal kurz, ganz mal eben schnell und so auf den Weg, den uns versprochenen Außenposten zu gründen. Müsste, wenn man hier alles täuscht, direkt hier sein. Jawohl. Und ich würde sagen, komm, wir haben so viel Zeit und Arbeit investiert. Go. Ich fordere ein. Sie haben es tatsächlich geschafft. Es wäre beinahe zum Bürgerkrieg gekommen und Sie haben sie zurückgeholt. Aber es geht nur um die Ressourcen. Keine Poesie, richtig? Ich hatte die Kroganer schon abgeschrieben. Es waren einfach zu viele Egos im Spiel. Aber meinen Akten ist es egal, wie sie gefüllt werden. Wenn ich die kroganische Kolonie rückwirkend als Außenposten bezeichnen kann, ist das ein Erfolg. Allerdings werden das nicht alle so pragmatisch sehen. Tan wird vor Wut kochen. Wissen Sie was? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie scheißegal mir ist, was Tan davon hält. Das lasse ich mal so stehen. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Natürlich können wir uns nicht lange darauf ausruhen. Irgendwas werden wir immer brauchen. Aber jetzt brauche ich erstmal Ihre Stellungnahme, um die Leute daran zu erinnern, welche Bedeutung das hier für uns hat. Motivieren Sie sie. Ich bezweifle, dass ich etwas derart Wichtiges in ein paar Worten wiedergeben kann. Es geht ja auch nicht darum, die ganze Geschichte zu erzählen, sondern nur darum, ein Bild zu vermitteln. Weil die Kroganer getan haben, was Kroganer nun mal tun, trotz aller Schwierigkeiten zu überleben, haben wir jetzt ein weiteres Zuhause. Es ist wild, es ist gefährlich, aber es erweckt den Traum wieder zum Leben. Neu Tuchanka. Eine Rede für die Geschichtsbücher, Pathfinder. Addison Ende. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Stimmt, den müssen wir auch wieder aufstellen, ne? Und irgendwann muss ich die ganzen Außenposten noch genauestens nach Dings durchsuchen. Wie heißt's? Modellen. Der Empfänger kommt da hinten hin. Okay. Die Norm, die Tempest steht da, finde ich sehr schön. Ne? Also man hat ihr ein sehr schönes großes Flugfeld gebaut. Dahinter ist Neu Tuchanka. Ja, ne, also das sieht schon deutlich besser aus jetzt. So, da haben wir auch Abwehrkanonen. Schließlich eine wilde Welt. Und ja, ich gehe mir mal meinen Nomad holen. Der noch immer in derselben Lackierung ist, aber auf dem nächsten Planeten wird er definitiv eine neue bekommen. Das habe ich hier eine Quest direkt zum Abgeben. Tatsächlich, was ist das denn hier? Mit der Leitung des Außenpostens reden. Ja, das können wir ja dann mal machen. Das ist ja direkt hier. Und da steht auch mein Nomad. Okay, dann reden wir mal kurz hier mit der Leitung des Außenpostens. Was die für Problemchens haben. Wir wollen ja immer gerne behilflich sein hier, ne? Sagen Sie ihm nochmal da. Kostet ihn das eine Hand? Ich leite unsere Operationen hier und versuche die Beziehungen zwischen der Nexus und dem Nakmur-Clan zu kitten. Ich bin übrigens beeindruckt, dass es Ihnen gelungen ist, die Kroganer zur Kooperation zu bewegen. Wir können uns keine Spaltung leisten. Um zu überleben, müssen wir zusammenarbeiten. Das sehe ich genauso. Und ich verspreche Ihnen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Beziehungen aufrechtzuerhalten. Hör ich dann aber. Wie ist die Lage hier? Ich mache mir Sorgen. Es gibt in der Gegend einen Reliktarchitekten. Sie haben ihn vielleicht bei Ihrer Ankunft gesehen. Wenn er uns oder die Kroganer entdeckt, wird er angreifen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Ryder. Ich versetze in der Zwischenzeit unsere Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Falls es zu einem Kampf kommt, will ich bereit sein. Ich sollte jetzt gehen. Das macht Sinn. Alles Gute, Pathfinder. Ein Architekten.
Ich erinnere mich, da wollte er nicht die Jagdgesellschaft mitmachen von den Kroganern. War da nicht was? Wie weit ist denn das? 900 Meter die Richtung? Lass mal kurz gucken. Der ist da. Da wäre der Empfänger. Also wir werden das tun, aber ich denke, ich werde den Weg fahren, mir das Schiff hier noch angucken und dann einfach zurückporten. Aber wir werden uns den natürlich anschauen. Wenn mich alles täuscht, ist das ein ziemlich großes Viech. Und es dürfte nicht ganz so einfach sein zu besiegen. Aber wir schauen uns das, wie gesagt, in jedem Fall mal an. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Na dran. War ich da oben nicht schon mal? Und habe ziemlich lange gebraucht, bis ich da wirklich oben war. Das kommt mir alles so bekannt vor gerade. Oh, so knapp davor verreckt. Das kommt mir echt bekannt vor hier. Ich glaube, ich war da schon mal. Aber ich meine, dass es hier eigentlich irgendwo ganz gut hochging. Bam. Bum, 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 und so. Ach, hier geht's besser hoch. So, halt. Aussteigen. Beim Aussteig bleibt die Karre wenigstens instant stehen, ne? So, dann schauen wir doch mal hier hoch. Ja, super. Also ich muss auf jeden Fall die Leertaste länger drücken, dass ich wirklich hochkomme. So, und dann stellen wir hier mal auch direkt den Fernsehsender auf. Das war der letzte Nachrichtenempfänger. Geben wir Davis Bescheid. Na? Das ist doch auch nicht schlecht hier. So, also, auf geht's zu diesem komischen Schiff da hinten. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut ein Stück weiter. Werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Aber ich will unbedingt dahin. Wissen, was da hinten los ist, ne? Ja, und dann danach, ich glaube, dieser komische Architekt wird uns nicht weglaufen. Eher im Gegenteil, ich befürchte, der wartet schon auf uns. Was mich echt interessieren würde, ob ich die zwei Jäger da überreden könnte, mitzukommen. Die hatten ja prinzipiell durchaus ihr Interesse bekundet, damit zu spielen, ne? Dann wäre das ja prinzipiell gar nicht so doof. Zwei Kroganerjäger. Da würde ich spontan sagen, sind auf jeden Fall eine Unterstützung. Hammersner? Gut. So ja nicht hier, ne? Darf ich mit wem darf ich hier reden? War's das jetzt? Ich glaube, das war's. Darf ich jetzt mit jemandem reden hier? Ihr Timing ist perfekt, Pathfinder. Eine Minute später und diese Plünderer hätten uns vermutlich die Haut abgezogen, um sich daraus Jacken zu machen.
Ja, okay, das mit der Haut war ein Scherz, oder? Das war ein ziemlich heftiger Absturz. Geht's Ihnen allen gut? Bis auf ein paar kleinere Verletzungen ist alles okay. Wir brauchen einfach nur ein Shuttle, das uns von hier wegbringt. Ich nehme nicht an, dass Sie uns vielleicht Hilfe rufen könnten? Doch, natürlich. Sam, übermittle der Tempest diese Position und sag ihnen, sie sollen ein Shuttle herschicken. Schon geschehen, Pathfinder. Hilfe ist unterwegs. Wir werden einfach hier warten, bis wir abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass uns noch weiterer Ärger droht. Na, ich denke auch und nicht. Nochmals, danke. Ah, gerne doch. Das ist ich war mir sicher, Geist. Das ist unser Ende. Wenn wir sie nicht gestreift hätten, wären es wir wäre schrecklich gewesen, den Absturz zu überleben. Aha, gut, haben wir das also gemacht? Ja, sorry, aber Fragezeichen überschreiben ziemlich viel immer direkt. Weil ich da auch immer noch neugierig bin. Hier sind auf jeden Fall noch Relikte. Also ich sehe nichts, was darauf deutet, dass hier auch so hübsche... wirkliche Ausgrabungssachen sind. So. Immerhin ist es nicht mehr so heiß hier, ne? So, das nehmen wir mal mit. Damit müsste der eigentlich genau hübsch sein. Dann nehmen wir hier noch die Überreste mit. Die sind vielleicht ganz interessant. Und dann, ja, jetzt aber wirklich. Ne, die Sache mit... Ja, ich hoffe halt hier immer, dass ich irgendwas finde, was halt zum Beispiel für diesen Museumskuratoren ganz cool ist. War jetzt hier halt leider nicht der Fall. Man kann halt nicht immer sowas haben. Aber... Das hier ist die nächste Quest. Und da gehen wir mal kurz per Schnellreise hin. Und dann, es dürfte mein erster Architekt sein. Ich glaube, ich weiß, was auf mir... Wow. Ein Architekt! Das da? Dieser Wurm? Der Wurm da soll der Architekt sein? Echt jetzt? Das ist, total beruhigend. Gegner vor uns! Ne, der ist ja mal total beruhigend, dieser Architekt. So. Greifen Sie die Beine ab! Ja, ich greife die Beine auch an. Zeit für einen Kopfschuss! Aua! Ein bisschen aufpassen, ne? Ich finde dich so toll. Wenn du so intelligent bist, finde ich dich super, ey. Wirklich. Kaputt. Leitungen zerstören, ja. Hinterher. Das sehe ich prinzipiell auch so, ne? Nomad? Ich möchte da ungern zu Fuß hinterher.
macht Babys, ist geil. Wir können seine Beine ausschalten. Weil die ja einfach durch sämtliche Deckung durchgeht, ne? Er hat sich Feinde gebaut. Ja, dass die Beine deine Schwachstelle sind, ist mir klar. Das Problem ist nur erstmal, da ranzukommen an die Beine. Visieren Sie den Kopf an! Interessant, das Teil. Ist weit war das letzte Mal auch nicht. Bringe sie ihn zur Strecke. Ja, den bringen wir auf jeden Fall zur Strecke, ne? Greifen Sie die Beine ab. Er macht Babys. Sie können seine Beine ausschalten. Wir haben es fast. Führen Sie das Interfacing durch, solange es noch möglich ist. Interfacing? What? Was für ein Interfacing? Hm. Der baut sich hier ein, hä? Huh? Echt nicht sicher. Ah, hier. Ist er jetzt böse oder gut? Er ist jedenfalls weg. Der macht nur 10% plus? Echt jetzt? Ich hätte mit mehr gerechnet, dass der macht, aber okay. Ich bin etwas, naja, ich hab mit mehr gerechnet, ne?
Aber gut. Haben wir gemacht. Könnten die Quests jetzt abgeben gehen. Und hier unten haben wir auch noch was, ne? Hier oben. Da unten auch. Also ich denke, wir werden von hier aus ja starten. Mich würde jetzt allerdings hier ein bisschen das hier interessieren und natürlich danach dann das hier unten. Wir sind ja schon grob auf der Richtung dahin. Also würde ich sagen, gucken wir uns das da jetzt mal an. Guck mal, ist ja echt nicht so weit. Unter 1000 und so, ne? Ja, okay, ich habe die andere Quest nicht angehakt. Wir gehen also doch direkt ab. Doof gelaufen. Aber dann geben wir es halt kurz ab. Jetzt sind wir schon da, ne? Oh. Ja, okay. Dran vorbeigefahren. Ja, als Belohnung hätte ich gerne ein Modell, wenn das möglich wäre, ja? Wagen Sie es nicht, meine Leute anzurühren. Sonst haben wir ein Problem. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Ja, der Architekt ist jetzt friedlich. Er wird vielleicht in Ihre Nähe kommen, stellt aber keine Gefahr mehr dar. Welch eine Erleichterung. Danke, Ryder. Ja, dann will ich mal nicht weiter stören. Ich sollte jetzt gehen. Alles Gute, Pathfinder. So, jetzt aber dann wirklich in die Richtung des Kreises. Da habe ich ja, ich bin gerade auf eine Quest gefahren. Ich dachte, ich habe die Quest auch markiert, ne? Ja, blöd gelaufen. Da lang müssen wir. Wie rum fahren wir da am besten rum? Ja, wahrscheinlich tatsächlich am besten so rum, wie wir jetzt stehen. Und dafür halt entsprechend Power. Ja, Zeit wieder aufholen und so, die wir hier verschwendet haben. Kann man dann auch mal ein bisschen schneller fahren. Das hatten wir schon. Wuhu! Pathfinder, jemand versucht auf Ihre Com-Einheit zuzugreifen. Soll ich eine Verbindung herstellen? Klar, nur zu. Hallo? Sie sind ein Pathfinder, nicht wahr? Das erkenne ich an Ihrer Empfänger-ID. Ich brauche Hilfe. Ich bin in dem Krater. Es ist derjenige mit... Naja, ich bin mir sicher, Sie werden es rausfinden. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Passen Sie auf den Krater auf! Komme ich da jetzt runter? Pathfinder, ich registriere vor uns einen Temperaturabfall. Die Plünderer haben in den Dünen ein Lager aufgeschlagen. Ja, ich meine... Naja, im schlimmsten Fall müssen wir wohl aussteigen und schieben. Ja, oh, ich hoffe, du fühlst dich wohl in dem Reifen. Oh gut, Sie haben mich gehört. Ich dachte schon, ich müsste zu dieser runtergekommenen Baracke zurücklaufen, die Sie hier als Landezone bezeichnen. Was machen Sie hier draußen? Ich bin eine Wissenschaftlerin von der Nexus. Ich habe die Geografie Eladens wochenlang studiert. Und jetzt bin ich auf diesem Drecksplaneten gestrandet.
Ja. Ich nehme an, Ihr Shuttle hat einen Defekt? Naja, so in etwa. Mein Shuttle ist vor ein paar Tagen wegen Überhitzung verreckt. Dann ist mir das Wasser ausgegangen. Nach 2 Tagen ohne einen Tropfen war ich so verzweifelt, dass ich ein paar Plünderern ein Schiffsteil verkauft habe. Als ich dann wieder bei klarem Verstand war, habe ich meinen Fehler erkannt. Ich hatte ihnen mein Strahlruder gegeben, ohne dass man leider nicht fliegen kann. Oh Mann. Die Tempest kann sie sofort zurück auf die Nexus bringen. Und mein Schiff wird dann hier ausgeschlachtet, oder was? Nein, wenn ich gehe, dann nur mit meinem Shuttle. Oh. Ich dachte mir, da Sie ein Pathfinder sind, könnten Sie vielleicht mit den Plünderern reden und das Schiffsteil von Ihnen zurückholen. Ich kümmere mich darum. Es wird nicht lange dauern. Hilfsbereit und effizient. So mag ich das. Ich gebe Ihnen den Nav-Punkt Ihres Lagers, aber seien Sie vorsichtig. Diese Typen sind leicht reizbar. Ja, ja. Sind sie. Viel Glück da draußen. Kann man nur so blöd sein. Wie kann man nur so doof sein, wa? Pathfinder, so. In diesem Gebiet können... Wo liegt denn der Nav-Punkt? Da unten, das Strahlruder? Ja, das können wir kurz machen auf dem Weg dahin. Komm, wir besorgen ihr kurz ihr bescheuertes Strahlruder. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wie kann man nur so doof sein, echt jetzt? Das hat sich gelohnt hier, das Interface offen zu haben. So, 600 Meter. Bin ich ja mal gespannt hier, ne? Da hinten die Höhle wahrscheinlich. Wo sind die denn alle? Da liegt die Leiche. Er scheint bereits seit mehreren Stunden tot zu sein, Pathfinder. Aber wer hat ihn umgebracht? Sehr merkwürdig. Geben wir das doch mal zu, ne? Auch seit mehreren Stunden tot, auch wenn Sam es nicht mehr extra erwähnt. Pathfinder, ich registriere Bewegungen. Hinter dieser Tür ist jemand. Echt jetzt? Die Analyse der alkoholischen Bestandteile deutet darauf hin, dass es hier auf Eladen gebraut wurde. Hier? Ich kann echt nett sein. Lassen Sie uns einfach über alles reden. In Ordnung. Als erstes will ich eine Erklärung. Was ist hier passiert? Es war dieser Dreckskerl Axius. Wer? Sie haben noch nie von ihm gehört? Axius ist der Anführer der miesesten Gang auf Eladen. Sie überfallen andere Plünderer-Camps und lassen niemanden am Leben. Letzte Nacht war unser Lager dran. Ich hatte Glück, dass ich ein Versteck gefunden habe. Und ich habe mich bis jetzt nicht wieder rausgetraut. Ihre Gang hat vor kurzem einer Wissenschaftlerin ein Strahlruder abgekauft. Ich will es zurück. Diesen Schrott? Das Ding war nicht mal mit unserem Schiff kompatibel. Axius muss es mitgenommen haben. Genau wie alles andere auch. Wenn Sie Todessehnsucht haben, können Sie ja versuchen, es ihm wieder abzunehmen. Ich gebe Ihnen sogar den Nav-Punkt. Aha, danke. Ich hätte nicht erwartet, dass Sie so hilfsbereit sind. Hey, wir sind nicht alle schlecht. Einige von uns hatten einfach nur Pech. Eins noch, wenn Sie Axius sehen, schießen Sie. Er hat's nicht so mit dem Reden. Okay. Nur mal eben schnell, ne? Ach, guck mal, das ist ja gar nicht weit weg hier.
und liegt immer noch auf dem Weg. Immerhin etwas. Na dann. Wollen wir mal weiterfahren, die Strahlung untersuchen. Nicht weit weg. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass das so nah ist. Ich orte zahlreiche Lebensformen, Pathfinder. Vermutlich Exilius und seine Plünderer. Den Akten zufolge sind auf Exilius mehrere Kopfgelder ausgesetzt. Seien Sie vorsichtig, Pathfinder. Okay, mehrere Kopfgelder. Seid ihr lieb? Scheinbar seid ihr lieb. Dann. Das scheint das Strahlruder aus Noras Schiff zu sein. Na endlich. Okay, bring. Wer ist hier zurück? Ja, ja. Ja, wie dem auch sei, ich denke, mit Blick auf die Uhr, wir verabschieden uns hier wieder von Mass Effect Andromeda, sehen uns morgen wieder. Es ist immerhin das Einzige, was aktuell läuft bei mir auf dem Kanal, glaube ich, ich weiß nicht, obwohl, es ist schon ziemlich weit vorproduziert, aber es ist immerhin das Let's Play, das wirklich jeden Tag in der Woche läuft, selbst am Sonntag, und deswegen sage ich dir ganz einfach tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal, und da hoffentlich zurück auf der Tempest.